Es ist Sonntagmorgen um 9 Uhr. Wir haben den 12.09.21. Ich fahre zu meinem Lieblingsschiffschen Beobachtungsstand an den Schwarzen Ort in Biebesheim. Ich habe in meiner App nachgesehen, wir haben Wasserpegel Worms um 9 Uhr 157 cm mit der Tendenz fallend. Schon ganz schön was los auf dem Rhein, ein Schiff, das habe ich verpasst, und da fährt eins talwärts und jetzt kommen noch zwei Schiffe bergwärts gefahren. Hier kommt die Cortina bergwärts gefahren. Es ist ein Frachtschiff, das unter belgischer Flagge fährt. Es ist 135 Meter lang, 12 Meter breit, fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 4,6 Knoten. Das sind 8,51 Kilometer in der Stunde. Das Schiff hat einen aktuellen Tiefgang von 1 Meter. Das nächste Schiff, das bergwärts fährt, ist die Shady. Sie fährt unter niederländischer Flagge, ist 110 Meter lang, 11 Meter breit. Aktuell hat das Schiff einen Tiefgang von 1 Meter. Es fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,1 Knoten. Das sind 9,445 Kilometer in der Stunde. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.